Hallo zusammen, mein Name ist Mario Di Tullio und ich freue mich, Sie heute schon zum dritten Seminar unserer Wissenswoche Wohnraumlüftung begrüßen zu dürfen. Im heutigen Vortrag werden wir uns mehr mit der ventilatorengestützten Lüftung nach den Normen DIN 1946 Teil 6 und der DIN 18017 Teil 3 quasi mehr Informationen erfahren. Wie auch schon im gestrigen Vortrag wird uns heute auch wieder ein externer Referent begleiten. Im Gegensatz zu gestern wird es aber nicht Mike Lohr von der BAFA sein. Heute wird uns der Herr Professor Dr. Ingenieur Thomas Hartmann vom ITG Dresden zugeschaltet. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns allen tiefere Einblicke in das Thema zu gewährleisten. Bevor wir nun allerdings loslegen, noch ein paar Informationen vorab. Das heutige Seminar wird aufgezeichnet. Möchten Sie also im Nachgang gewisse Passagen nochmal wiederholen oder waren besonders interessante Informationen für Sie dabei, können Sie das dann ganz in Ruhe machen. In der nächsten Woche, eben nach dieser Wissenswoche, werden die Videos nämlich auf unserer Webseite veröffentlicht und Sie können sie auch auf unserem YouTube-Kanal einsehen. Also keine Sorge, dass Sie hier Informationen verpassen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie fleißig Fragen im Chat stellen. Das hält den Vortrag einfach am Leben und ich denke, es sind auch viele Punkte dabei, die die anderen Gäste interessieren. Das wäre es dann in diesem Sinne eigentlich schon von meiner Seite. In dem Sinne würde ich auch das Wort schon an den Herrn Hartmann übergeben. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Vortrag und begrüße, hallo, Herr Hartmann. Ja, schönen guten Tag, Herr Di Tullio, schönen guten Tag in die Runde. Ich teile meinen Bildschirm, damit wir direkt loslegen können und hoffe, dass Sie den jetzt sehen. Ich starte noch die Präsentation und versuche noch im Moment auch den Chat im Auge zu behalten. Gerade haben wir es noch getestet, da hat es noch funktioniert. Hier ist er wieder. Gut, jetzt muss ich ihn nochmal groß machen. Gut, wunderbar. Jetzt sind die Technikprobleme hoffentlich behoben. Sie sehen meine Präsentation. Also noch einmal herzlich willkommen in die Runde. Vielen Dank an unsere Gastgeber, dass sie dieses Format möglich gemacht haben und natürlich auch vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an Sie als Zuhörer und Zuschauer, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Es ist ein schwieriges Thema, insofern haben Sie vielleicht gemerkt, zwischendurch haben wir mal gedacht, wir schaffen das in einer halben Stunde. Dann habe ich sehr darum gebeten, dass wir wenigstens eine Stunde Zeit haben und ich versuche Ihnen das jetzt, obwohl es komplex ist, vor allem das Zusammenspiel der beiden Normen etwas näher zu bringen. Ganz kurz noch zu meiner Person. Di Tullio hatte ja schon gesagt, mit wem Sie es zu tun haben. Die Heimat ist ITG Dresden, die berufliche steht für Institut für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden. Das ist eine private Forschungseinrichtung, die es in der Zwischenzeit seit mittlerweile fast 20 Jahren gibt. Und in meiner Person sind dort die Aktivitäten im Bereich der Lüftungsklima- und Kältetechnik vereint. Und insofern habe ich eben auch mit diesen beiden Normen sehr viel, sehr intensiv zu tun, bin stellvertretender Obmann in diesem Ausschuss auch schon seit vielen Jahren und hoffe Ihnen deshalb jetzt etwas aus erster Hand zu diesen beiden Normen und zum Zusammenspiel dieser beiden Normen sagen zu können. Den Chat versuche ich mit im Blick zu behalten. Der ist auf dem zweiten Bildschirm, aber ich hoffe, dass ich das trotzdem im Auge behalten kann. Also bitte stellen Sie gerne Fragen auch zwischendurch und ich gucke, wo ich sie mit einordnen kann. Was wollen wir in der Stunde besprechen? Vier Schwerpunkte habe ich mir uns auf die Agenda geschrieben. Ich will zunächst einen kurzen Überblick geben. Die Normen sind ja schon recht alte Normen. Namentlich will ich sie jetzt hier vergleichen mit der Fassung von 2009, also mit der Vorgängerfassung, und will sie da ganz kurz mitnehmen, in der Hoffnung, dass Ihnen das Thema Wohnungslüftung nicht gänzlich unbekannt ist, dass
wir ein bisschen sehen, was hat sich denn da verändert durch diese nun schon nicht mehr ganz neuen Fassungen von 2019 bzw. 2020. Ein wesentlicher Punkt auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist aus meiner Sicht das Thema Lüftungskonzept, was sich da als Schlagwort im Zuge dieser Normen gut etabliert hat. Und das soll natürlich dann hier auch ein zweites Thema sein. Das Normenduo, also das Zusammenspiel, das will ich dann etwas näher beleuchten und es Ihnen vielleicht auch noch anhand von einigen Beispielen auch noch versuchen, plausibel zu machen, wie man da vorgehen kann. Gut, also ganz kurz und knapp, was ist neu in der Fassung, beziehungsweise starten will ich mit, was bleibt, also was haben wir schon seit 2009 in dieser Form vorgefunden in der Norm. Das ist eben zum einen dieses Thema Lüftungskonzept, wenn Sie so wollen, also die Frage, sind lüftungstechnische Maßnahmen notwendig oder nicht? Das ist ja genau das, was das Lüftungskonzept beschreiben soll. Also ich vergleiche zwei Zahlenwerte und je nachdem, was da herauskommt, stelle ich fest, das reicht jetzt noch, also sprich die Infiltration in diesem Gebäude, das ist noch undicht genug, reicht aus, damit es nicht feuchte Schäden gibt, damit es nicht schimmelt oder es reicht eben nicht und dann muss ich Maßnahmen ergreifen. Das ist genau das, was wir mit Lüftungskonzept meinen. So, und an dieser Stelle eben auch wichtig, diese Lüftung zum Feuchteschutz, also die Schimmelpilzvermeidung, muss im Sinne der Norm nutzerunabhängig erbracht werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nicht als Planer nicht sicher sein können, dass der Nutzer wirklich ausreichend Fenster lüftet. Also diese Mindestanforderung, Feuchteschutz, die wollen wir auch sicherstellen, wenn die Fenster tatsächlich geschlossen bleiben, aus welchen Gründen auch immer. So, und das meinen wir mit nutzerunabhängig. Und das ist auch schon unverändert seit längerem so. Das heißt nicht, dass sie nicht das Fenster öffnen dürfen. Ne? Das wird manchmal so interpretiert, aber das ist völlig falsch. Im Gegenteil. Wenn Sie höhere Anforderungen haben, also höhere Anforderungen auch in Richtung Luftqualität, also Feuchteschutz ist da die Minimalstanforderung. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr mit Lüftung. Wir wollen, dass es da eine angenehme Luftqualität gibt. Und das kann im Zweifelsfall eben durch Fensterlüften unterstützt werden. Manchmal muss es durch Fensterlüften unterstützt werden. Also das heißt lange nicht, dass Sie kein Fenster mehr öffnen dürfen. Im Gegenteil. Es gibt flächenbezogene und raumbezogene Anforderungen. Was meine ich damit? Flächenbezogen heißt also, ich mache Anforderungen an die gesamte Nutzungseinheit, an die gesamte Wohnung auf, ne, in Abhängigkeit von deren Größe. Das ist der eine Pfad. Der andere Pfad, ich gucke mir eben auch noch an, dass ich besondere Räume habe, die Feuchträume, also Bad, Küche, wo ich eben sage, dort muss auch ein bestimmter Luftvolumenstrom realisiert werden. Und das muss ich eben beides berücksichtigen, wenn ich Systeme auslege. Es gibt hier Lüftungsstufen, die sind also auch nicht neu, die gab es schon immer. Lüftung zum Feuchteschutz haben wir schon erwähnt. Die zweite Stufe ist die sogenannte reduzierte Lüftung. Dann kommt die Nennlüftung und die vierte Stufe ist dann die Intensivlüftung. Da fehlt das Schlagwort Nennlüftung. Also das ist die Stufe, nach der wir verpflichtend ventilatorgestützte Lüftungssysteme auslegen. An der Schnittstelle zwischen den beiden Normen gibt es da quasi so eine Besonderheit, aber da komme ich dann später bei den Beispielen nochmal drauf zurück. Entlüftungssysteme nach DIN 1817, auch hier haben wir jetzt also das erste Mal das Zusammenspiel zwischen den beiden Normen. Die 1946-6 zum Grundverständnis nochmal meint ja oder adressiert ja die Lüftung für die gesamte Wohnung. Die 1817-3 adressiert zunächst mal die Wohnung für innenliegende Bäder und WCs. So, und wenn ich also eine Wohnung habe, wo ich ein innenliegendes WC oder Bad habe, dann muss ich beide Normen erfüllen. Und natürlich kann ich dann auch sagen, wenn ich eben für dieses innenliegende Bad eine Entlüftung, also das Standardsystem plane, dann ist die in gewissen Grenzen und in gewissen Bereichen auch für die Entlüftung der gesamten Wohnung anrechenbar. Keine nennenswerten Verschärfungen. Also es gibt weder mehr Wohnungen, wo Sie ein Lüftungskonzept brauchen oder beziehungsweise wo da rauskommt, dass Sie etwas tun müssen, noch gibt es größere Anlagen. Ja, das war unser Ziel. Was ist neu in der 2019er Fassung? Wir haben versucht, die Norm etwas klarer zu strukturieren, na, weil es ja auch unterschiedliche Anwender gibt. Das Lüftungskonzept, das können sehr unterschiedliche Leute machen. Eine detaillierte Lüftungsplanung, da ist der Anwenderkreis dann natürlich ein bisschen eingeschränkter. So, und damit man eben je nachdem, was man da nun gerade vorhat in der Norm, sich leichter zurechtfindet, ist das also deutlicher strukturiert worden.
Wir haben einen neuen Abschnitt 9, der sich mit der Kombination von Lüftungssystemen innerhalb einer Wohnung beschäftigt. Das ist also etwas, was eben auch, wo auch wieder dieses Thema Zusammenspiel der beiden Normen mit wichtig ist. Bessere Berücksichtigung oder bessere Trennung, könnte ich vielleicht auch sagen, von Auslegung und Betrieb. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, ventilatorgestützte Wohnungslüftungsanlagen sind zwingend nach Nennlüftung auszulegen. Aber auslegen heißt natürlich nicht, dass Sie sie permanent mit diesen Volumenströmen betreiben dürfen. Wenn sie nicht da sind tagsüber oder ja, wie auch immer im Urlaub in der Wohnung, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Volumenstrom entsprechend reduziert werden kann. Das ist also keine Anforderung für einen permanenten Betrieb mit der Nennlüftung, sondern es muss nur möglich sein, das System mit Nennlüftung zu betreiben. Rechnung des Außenluftvolumenstroms durch In- und Exfiltration, dem Stand der Technik angepasst, das ist das eine. Und vor allen Dingen haben wir es deutlich vereinfacht. Das war also auch uns ein wichtiges Anliegen. Hygienische Anforderungen finden Sie in der 1946-6, hygienische Anforderungen an die Lüftungstechnik selber, ne, an Filter, an Reinigung und so weiter, an die Anlagenhygiene. Aber Sie finden sie parallel dazu auch in der VDI 6022. Und das war leider an den vorhergehenden Fassungen dieser beiden Richtlinien-Normen nicht abgestimmt aufeinander, was also dort zu viel Verwirrung und zu viel Problemen, sicherlich auch juristischer Art, dann geführt hat, weil sie eben eins von beiden vielleicht eingehalten hatten, aber das andere dann eben nicht. Und das ist natürlich dann immer schwer dem Laien vermittelbar. Das ist uns jetzt also besser gelungen. Wir haben da einen quasi runden Tisch zusammen mit den VDI-Kollegen gegründet, haben uns da mehrfach getroffen und haben jetzt also eine saubere Schnittstelle, wo also auch geklärt ist, wie die beiden die Richtlinie und die Norm zusammenarbeiten. Feuerstätten und Lüftungsanlagen ist natürlich auch ein schwieriges Thema, ein umfangreiches Thema, können wir heute in der Kürze der Zeit leider nicht detailliert besprechen. Aber hier verweise ich auf die Beiblätter 3 und 4. Wenn Sie dort mal nähere Informationen brauchen, dann schauen Sie bitte da hinein. Da sind wir gerade dabei, die zu überarbeiten, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also auch die müssen an den aktuellen Stand angepasst werden. So, jetzt kommen eher noch ein bisschen Randthemen. Also wir hatten mal ein Kennzeichnungssystem vorgesehen. Das hat sich quasi durch die Eco-Design-Anforderungen, die wir ja und das Eco-Design-Label, was wir ja nun auch schon seit 2016 für die Wohnungslüftungsgeräte haben, hat sich das erledigt. Demzufolge haben wir es gestrichen. Die Kellerlüftung, da gab es ein separates Beiblatt. Wir haben gemeinschaftlich beschlossen, dass es besser ist, wenn man eben so ein Thema hat, man hat auch eben auch Kellerräume, die mitgelüftet werden sollen, dass das schöner ist, wenn das in einer Norm mit drin steht. Das finden Sie jetzt also als informativen Anhang direkt in Teil 6 der 1946-6. Und zur Inbetriebnahme gibt es eine europäische Norm. Europäische Normen stechen in aller Regel nationale Normen. Also deswegen müssen wir jetzt hier, haben wir keine eigenen Ausführungen mehr, sondern verweisen auf diese EN 14134, die sich also mit der Inbetriebnahme von Lüftungs- und RLT-Systemen beschäftigt. 18 und 17, dasselbe, da ist eigentlich noch weniger Neues zu verzeichnen, eigentlich ein wesentlicher Punkt, den ich Ihnen jetzt hier schon auf den Bildschirm gebracht habe. Der Rest läuft immer unter dem Motto, wir führen die 18.017-3 mit, sodass die beiden Normen erstmal auch von der ganzen Nomenklatur und von der ganzen Struktur her zusammenpassen, ja, und schauen also nur, an welchen Stellen vielleicht noch Aktualisierungsbedarf besteht. Und das haben wir hier gesehen. Wer die alte 18.017 vielleicht vor Augen hatte, der weiß, dass die Anforderungen, die jetzt hier in dieser Tabelle zu finden sind, da in einem Fließtext standen. Ne? Da war eine Seite Fließtext, wenn es Präsenz geführt ist, dann so, und wenn du bedarfsgeführt bist, dann so, und für WCs sind alle Werte zu halbieren. Ne? Das stand alles so als Prosa da und war sehr mühsam zu lesen. Also ich habe immer regelmäßig wieder vorne angefangen, wenn ich hinten durch war, und habe gedacht, wie war das jetzt für den Fall? Also es war nicht sehr glücklich gelöst, und als Ingenieur denkt man sich, na, alles, was so viele Zahlen sind, die müssen sich doch irgendwie in einer Tabelle darstellen lassen. Das haben wir jetzt gemacht, haben den Kategorien noch Namen gegeben, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht, aber manchmal ist ja so ein Kürzel vielleicht auch ganz, ganz gut. Und das ist also erstmal der Proforma-Akt sozusagen, das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Und die beiden rot hervorgehobenen Zahlen sind Ihnen vielleicht jetzt auch schon ins Auge gefallen. Das ist etwas, wo wir wirklich die Zahlen nochmal deutlich geändert haben, nämlich wenn Sie eine bedarfsabhängige Entlüftung im Bad realisieren. Dann hatten wir bisher dort eine 60 stehen beim Bad und eine 30 bei der Toilette. Und wenn Sie es vergleichen mit einer einfachen Zeitschaltuhr, die links daneben steht, dann war es also so, dass Sie quasi bestraft worden sind dafür, dass Sie eine bedarfsgeführte
das System eingebaut haben. Ne? Häufig ist das ja feucht geregelt, aber es ist natürlich immer besser. Ich habe irgendeinen Sensor, der wirklich ernsthaft detektiert, ob dort jetzt Benutzung ist. Ne? Im Bad, WC natürlich häufig mit Feuchteproduktion verbunden. Und insofern ist es immer besser und natürlich treffgenauer und auch zielorientierter, wenn ich das mit einem Sensor mache, als wenn ich es mit einer Zeitschaltuhr mache. Ne? Wenn sich das Verhalten immer gleicht, dann geht das mit einer Zeitschaltuhr sicherlich auch einigermaßen sinnvoll, aber mit einem Sensor ist es natürlich immer besser. So, und warum es dort eine Bestrafung gab statt einer Verbesserung, hat sich mir nie so ganz erschlossen und glücklicherweise konnten wir uns jetzt also auch darauf einigen, das jetzt hier auf diese Werte auch runterzubrechen. Ne? Also Sie müssen nur noch bis 40 Kubikmeter diese Geräte betreiben können. Mehr geht immer, ne? Das sind quasi Mindestwerte, steht auch oben drüber. Ne? Also größere Werte sind natürlich denkbar, aber Sie haben nicht von vornherein diese Forderung. Ne? Und ich sage mal, wenn Sie sich ein Studentenapartment vorstellen, ne? 30 Quadratmeter groß vielleicht oder 35, und dort haben Sie ein innenliegendes Bad und Sie müssen dann, weil dort in dem innenliegenden Bad, weil Sie es eben mit Feuchtesensorik machen wollen, was ja absolut sinnvoll ist, müssten Sie 60 Kubikmeter nachströmen. Ne? Und das in einem Einraumapartment, Sie wissen gar nicht, wie Sie die 60 Kubikmeter über die Fassade kriegen sollen. Ne? Nun ist 40 nicht null, aber immerhin schon mal besser als 60. Ne? Also insofern, glaube ich, war das eine überfällige Änderung an dieser Stelle. Lüftungskonzept, der zweite Punkt. Was, wann, wer, habe ich es mal überschrieben. Ne? Also was meinen wir, Lüftungskonzept? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, hier steht es jetzt auch noch mal schwarz auf weiß. Lüftungskonzept heißt, ich prüfe, ob die Leckagen, also die Infiltrationen durch Undichtigkeiten noch ausreichen, um unter üblichen Nutzungsbedingungen die Entstehung von Schimmelpilz zu vermeiden. Das ist die einfache Logik, die dahinter steht. Ja, also mit anderen Worten, in undichten Gebäuden im Bestand funktioniert das in aller Regel, wenn ich ein Gebäude neu baue und dicht baue oder wenn ich es saniere mit Fensteraustausch beispielsweise, dann funktioniert das sehr schnell eben nicht mehr, ne? Weil mir einfach die Leckagen fehlen, dann weil ich eben dicht gebaut habe. So, und genau, ich habe geguckt, ob der Chat noch Fragen bereithält, aber im Moment noch nicht. Das ist also der erste Schritt des Lüftungskonzeptes. Und was auch noch zwingend zum Lüftungskonzept gehört, ist dann eben, wenn da jetzt steht, ja, ich muss etwas tun, dann muss ich dem Bauherrn als Planer, als Architekt, wer auch immer jetzt das Lüftungskonzept erstellt, Fensterbauer, dann müsste ich dem Bauherrn noch etwas empfehlen, was aus meiner Sicht eine Möglichkeit wäre, um das jetzt zu lösen, um eine entsprechende technische Lösung einzubauen, also lüftungstechnische Maßnahmen. Ja, da ist ein breites Spektrum möglich nach 1946-6 und wir müssen natürlich unter Abwägung von technischen, hygienischen und natürlich wirtschaftlichen Aspekten da etwas empfehlen und der Bauherr entscheidet sich dann und damit haben wir praktisch das Thema Lüftungskonzept abgeschlossen. Ja, wenn es dann darum geht, wie müssen konkret die einzelnen Komponenten, das System ausgelegt werden, das gehört ausdrücklich nicht zum Lüftungskonzept. Ja, also es muss natürlich getan werden, damit Sie die Anlage ordnungsgemäß planen, installieren und in Betrieb nehmen und betreiben können, aber es ist nicht Bestandteil des Lüftungskonzepts, so wie es jetzt auch steht. Na, was, wann brauche ich es? Na, was, wann? Für alle Neubauten hatte ich gesagt und für Bestandsgebäude, die ich eben dichter gemacht habe. Ja, da haben wir zwei Schlagworte hingeschrieben. Austausch von mehr als ein Drittel der Fenster in einer Wohnung und Abdichtung von mehr als ein Drittel der Dachfläche, wenn es im Einfamilienhaus ist oder wenn es eben eine Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhausbereich ist. Das sind so einfache Kennwerte oder einfache Richtwerte, um zu sagen, okay, damit man eine Orientierung hat, ne? Damit man jetzt nicht überlegen muss, ich tausche jetzt nur ein Fenster aus, was passiert, oder ich tausche fünf aus, ne? Dann nehme ich einfach die Zahl der Fenster, machen Sie es bitte auch nicht zu kompliziert, machen Sie es wirklich nur mit der Zahl der Fenster, ne? Sie müssen da nicht die Fugenlängen oder sonst irgendetwas ausrechnen, das ist bewusst nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass es einfach und pragmatisch geht, Sie zählen einmal die Fenster durch, wenn Sie alle austauschen, müssen Sie auch nicht weiter darüber nachdenken, aber wenn aus welchen Gründen auch immer eben nur ein Teil, vielleicht nur eine Fassade, die Fenster ausgetauscht werden sollen, dann gucken Sie einfach nach der Zahl und sagen, es ist jetzt mehr als jedes Dritte und dann gucke ich eben nach dem Lüftungskonzept.
Machen kann das wer, ist die letzte Frage jeder Fachkundige. Ja? Und fachkundig, glaube ich, ohne jetzt Ihren genauen beruflichen Hintergrund zu kennen, sind Sie alle, das ist bewusst weit gegriffen. Ne? Man braucht da jetzt keine Detailkenntnisse als Lüftungstechniker oder als Bausachverständiger oder sonst irgendwas, als ja, um die Bauphysik. Das spielt alles im Hintergrund eine Rolle, aber wir haben das so weit runtergebrochen, dass Sie diese Rechnung, die dahinter steht, von Hand quasi auch mit den Werten in der Norm, ne? Das ist mit Tabellen werden flankiert, problemlos auslegen können und ja, jetzt kein Spezialwissen dafür brauchen. Aber wie gesagt, ganz bewusst, ganz breit, ne? Da müssen Sie auch nicht Ingenieur sein, da können Sie Handwerker sein, Energieberater, was auch immer. Ne? Das ist ganz bewusst breit gefächert, damit das erstmal wirklich auch von vielen Leuten gelöst werden kann. Also die Frage steht, ne? Ich habe zwei Volumenströme, die ich bestimme, nämlich einmal das, was vermeintlich, ne, oder im Mittel, das ist natürlich mal ein bisschen schwierig bei Leckagen und Winddruck und Temperaturunterschied, ne, aber das können wir natürlich noch im Mittel aussagen. Also auf der linken Seite diese Infiltration, Luftvolumenstrom durch Infiltration und auf der rechten Seite das, was wir zum Feuchteschutz brauchen. Gut. Das ist also das Thema Lüftungskonzept. Da will ich Sie jetzt nicht mit den Detailgleichungen nerven, sondern wie gesagt, verweise darauf, dass das ganz einfache Gleichungen sind, die Sie mit dem Taschenrechner lösen können, natürlich mit Excel lösen können und natürlich mit einer Menge Apps, die es in aller Regel auch als Freeware auf dem Markt gibt, wenn es nur erstmal um das Thema Lüftungskonzept geht. Also wenn Sie das einfach mal Lüftungskonzept nach 1946 durch 6 googeln, dann wird es nicht lange dauern, dann stößt die auf eine App, mit der Sie das dann problemlos rechnen können. Na, natürlich jede kommerzielle Auslegungssoftware, die es natürlich dann auch gibt, beinhaltet auch das Lüftungskonzept. Na, also wenn Sie da das auf dem Rechner haben, dann kriegen Sie auch immer das Lüftungskonzept raus. Ja, wie gesagt, der zweite Schritt ist die Auswahl eines Systems. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf die linken, auf die Standardsysteme, nenne ich es mal, eingehen. Ne? Also nur zum Verständnis nochmal, die 1946-6 fordert nicht zwingend, wenn ich lüftungstechnische Maßnahmen brauche, Maßnahmen mit Ventilator. Ne? Da kann man drüber streiten und man könnte es natürlich auch deutlich besser finden, ne? Erst recht, wenn man in einem Webinar eines Herstellers sitzt, dass man dort also durchaus mehr Druck ausübt von Seiten der Normung. Das war nicht durchsetzbar, ich sage es mal so. Ne? Also da sind natürlich sehr unterschiedliche Interessengruppen mit am Tisch, sowohl am Normentisch als auch generell, wenn es in der Branche darum geht, was wollen wir da entscheiden. Ne? Und insofern war die Zeit also nicht reif, um jetzt zu sagen, wir wollen das definitiv mit so einem sehr definierten Ventilatorsystem machen. So, deswegen haben wir also die freie Lüftung noch drin. Ventilatorgestützte Lüftung, auch hier die Standardsysteme, reine Zuluft, reine Abluft oder eben die Zuabluftsysteme. Also da fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit und ich hoffe, das ist Ihnen auch allen bewusst, was sich hinter diesen Begrifflichkeiten verbirgt. Ich will jetzt eher mal nach rechts gucken zu diesen kombinierten Systemen. Lass hier das Thema Hybridlüftung auch außen vor und würde mich mal auf die beiden Lüftungsbereiche getrennt und überlagernd konzentrieren. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich saß gestern beim 11. Forum Wohnungslüftung von der HEA mit im Boot und habe mir die Veranstaltung angehört, habe selber auch vortragen dürfen. Und dort wurde, vielleicht war ja der eine oder andere auch dabei, wurde also von Seiten eines Ministeriumsvertreters auch nochmal gesagt, dass die Wärmerückgewinnung im Zuge der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes gestärkt werden soll. Ne? Das ist leider nicht konkreter geworden, aber ich glaube, das ist erstmal ein positives Signal und wir hoffen, dass also, na, da gibt es verschiedene Aspekte. Also ein Aspekt wäre natürlich zu sagen, Abwärmenutzung, ne? Mit Wärmerückgewinnung nutzen wir Abwärme, also die Wärme der Abluft, wird erstmal gleichgestellt mit regenerativer Energie. Wir wissen alle, dass da ja die 65% regenerativer Anteil ab 2024 oder ab 2025, ne? Also das sind schon sehr ambitionierte Zahlen im Rennen, tatsächlich verpflichtend werden sollen, auch beim Austausch eines Heizungssystems, ne? Da bekommt man manchmal ein bisschen graue Haare, wenn man darüber nachdenkt, wie das im Einzelfall dann funktionieren soll. Und da wäre es natürlich wichtig, dass eben auch Systeme, die Abwärme nutzen, gleichgestellt werden, regenerativen Systemen. Und das könnte man da hinein interpretieren und darauf hoffen, dass das jetzt passiert. Und das Zweite ist natürlich generell vielleicht eben auch in Richtung Verpflichtungen unter bestimmten Randbedingungen auch Wärmerückgewinnung zu realisieren. Aber das ist ein Ausblick, leider kann ich da noch nicht mit konkreteren Zahlen aufwarten. Und das bedarf natürlich auch politisch noch vieler Diskussionen.
Gut, schauen wir nach den nach den kombinierten Systemen. Das ist eben dann auch etwas, jetzt noch nicht, aber im nächsten Bild, was eben diese Schnittstelle zwischen den beiden Normen betrifft. Und wenn man eben kombinierte Systeme vorsieht, dann heißt das ja, ich habe eine Wohnung mit zwei unterschiedlichen Lüftungen, ja, warum auch immer. Ne? Wenn wir uns jetzt hier mal diesen Grundriss anschauen, ne, hier könnten wir uns vorstellen, das ist sozialer Wohnungsbau, vielleicht auch ein Plattenbau in den neuen Bundesländern und man sagt, das ist natürlich, ne, aus Kostensicht soll das so preiswert wie möglich realisiert werden. Die Fenster sind ausgetauscht, ich muss also etwas tun, lüftungstechnisch. Es ist die kleinst, geringst investive Maßnahme gefragt, also bauen wir nur eine Querlüftung zum Feuchteschutz ein, bauen also in alle Fassaden ALD, also Außenbauteilluftdurchlässe ein und versuchen es also mit geringstmöglichen Aufwand zu realisieren, dass es dort nicht schimmelt. So, aber auf der oberen Seite, ne, da ist eine vielbefahrene Straße, da befindet sich jetzt mit dem Kinderzimmer ein Schlafraum und aus Lärmschutzgründen ist es da nicht zumutbar, dass da vielleicht auch bei einem gekippten Fenster geschlafen wird oder das ALD als Schallbrücke ist eben auch da schon nicht zu beherrschen. Und dort könnte man also darüber nachdenken oder hier in dem Fall würde man dann als Lösung ein dezentrales Zuabluftgerät für das Kinderzimmer vorsehen. Muss ich natürlich auch den Schallschutz beachten und entsprechend leises Gerät verwenden, ne? Das ist völlig klar. Aber das wäre also hier so eine denkbare Randbedingung, um zu so einer Lösung zu kommen. Jetzt habe ich also zwei Systeme, die getrennt voneinander funktionieren. Ne? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich würde die Kinderzimmertür hier schließen, die wäre auch mit Schwelle noch, was es ja heute fast nicht mehr gibt, aber mit Schwelle und ringsherum abgedichtet, da würde also quasi keine Luft durchgehen und beide Systeme würden aber voneinander unabhängig funktionieren. Ne? Das Lüftungsgerät versorgt genau das Kinderzimmer und die Querlüftung funktioniert über die beiden Fassaden. So, das ist die einfache Lösung. Ne? Das ist, kann man sich gut vorstellen und man legt das jetzt einfach völlig getrennt voneinander. Ne? Das Kinderzimmer für die, das Lüftungsgerät für die Fläche des Kinderzimmers und die Querlüftung für den Rest der Wohnung aus und dann kommt man relativ gut zu lösen. Komplizierter wird es im Fall 2, nämlich wenn sich die lüftungstechnischen Maßnahmen überlagern. Und das wäre ja genau hier der Fall. Ne? Ich habe also jetzt, Sie sehen, ich habe mal ein bisschen an dem Grundriss manipuliert. Ich habe aus dem außenliegenden Bad ein innenliegendes Bad gemacht. Das braucht natürlich jetzt eine 18-17-Entlüftung. Eine 18-17-Entlüftung braucht natürlich eine Nachströmung, ne? Sagen wir mal 40 Kubikmeter, die ich absaugen will, 40 Kubikmeter pro Stunde. Und diese Nachströmung muss natürlich jetzt irgendwie vom Rest der Wohnung gewährleistet werden. Ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, den Rest der Wohnung will ich ja eigentlich wieder so einfach wie möglich, also mit Querlüftung machen, dann weiß ich natürlich, hier habe ich Druckdifferenz an der Badtür. Ne? Ich muss ja die 40 Kubikmeter absaugen. Und wenn es eben so eine Druckdifferenz und ein Überströmen gibt, dann sind die Systeme nicht mehr voneinander unabhängig. Ja? Dann muss ich also dort relativ kompliziert im Zweifelsfall rechnen. Ne? Das führt so weit, wenn Sie mal in diesen Abschnitt 9.3 gucken, in diesem Fall, Fall 2 heißt er dort, wenn Sie da reinschauen, dann kommt da eine ziemlich sperrige Gleichung zum Vorschein, die man aber tatsächlich nicht einfacher lösen kann. Im Gegenteil, ich muss Ihnen sogar mit sagen, das ist eigentlich etwas, was Sie nur iterativ lösen können. Ja? Das ist mathematisch tatsächlich nicht direkt lösbar. Und das, was wir Ihnen da hingeschrieben haben, ist also schon eine Näherungsgleichung, weil alles andere hätte bewirkt, dass Sie die Iterationsmaschine anwerfen müssen. Ne? Das geht dann nicht mehr also ohne weiteres. Also mit Excel können Sie auch iterieren, aber das ist dann schon ein bisschen komplizierter oder bedarf eben deutlich mehr Rechenaufwand. Und das wollten wir vermeiden und haben es also ein bisschen vereinfacht. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein schwierigerer Fall und das ist genau der Fall an der Schnittstelle zwischen den beiden Normen, über den wir jetzt hier schon mal sprechen. Gut, es gibt vier mögliche Kombinationen. Ja? Wenn Sie dieses Bild jetzt, diesen Grundriss vor Augen haben, was kann dann passieren, na? Je nach Randbedingungen im Gebäude? Na? Und da, ich mache mal das erste und das vierte zuerst, weil das die vergleichsweise einfachen Fälle sind. Das erste hieße, dass die Wohnung ist eigentlich undicht. Ja? Also Sie haben ein Bestandsgebäude, Sie haben gar nichts angefasst, aber die 18-17-Anlage ist da drin. Dann müssen Sie auch nichts ändern. Ne? Sie gucken einfach nur, okay, Gebäude ist undicht, quasi Bestandsschutz, ne, so, und die 18-17-Anlage funktioniert, es strömt genug Luft nach, dann bin ich fertig. Dann habe ich gar keine Anforderung an die Wohnung, sondern nur an das innenliegende Bad. Ja, Wohnung ist erledigt, weil undicht genug, dass es nicht schimmelt. Für alles andere ist der Nutzer selbst zuständig mit Fensterlüften, aber ich habe eine normenkonsistente Lösung, eigentlich eine 18-17-Lösung, aber ich sage, ja, 1946 interessiert mich nicht, weil
da ist ja gar keine Anforderung. Ja? Wohnung ist undicht. Das ist das eine Ende der Fahnenstange. Das andere Ende der Fahnenstange ist also der vierte Anstrich ganz unten. Ich will eigentlich ohnehin aus Gründen, weil ich, was weiß ich, Förderung haben möchte oder weil Allergiker da wohnen und ich sage, ich brauche ohnehin Filtertechnik entsprechend, um da einen gewissen Allergieschutz zu gewährleisten. Ich baue sowieso eine Zuabluftanlage ein vielleicht oder eben eine Abluftanlage. Eine Abluftanlage passt nicht zum Filterargument, also eine Zuabluftanlage ein nach 1946 und muss jetzt nur beachten, dass ich nebenbei die Anforderung der 1817 mit erfülle. Also dort eben die 40 Kubikmeter für das Bad auch mit Absauge auf jeden Fall. Na, und das wäre dann eben eine Auslegung auch nach Nennlüftung. Alle Räume, na, auch das Bad wird mit angeschlossen an die Abluft und ich habe also einen, wie gesagt, anderes Ende der Fahnenstange. Ich habe eigentlich eine 1946-6 Lösung, also eine Wohnungslüftung, die nebenbei das innenliegende Bad mit erledigt. So, und jetzt gibt es das breite Feld dazwischen, was in der Praxis das Übliche ist. Ne? Da haben wir weder das eine, ne? Weil, weder den ersten Fall, weil die Gebäude zunehmend dicht werden, noch den vierten Fall, weil das aus Kostengründen häufig nicht gewählt wird, sondern ich mache etwas anderes. Ich bin also in der Mitte. Ich sage, ich baue die Entlüftung nach 1817 und schaue, ob ich im Dauerbetrieb der Entlüftung, wenn Sie sich an die Tabelle erinnern, das hatte ich, glaube ich, nicht gesagt, ich scroll noch mal ganz fix zurück, das sind ja zwei Werte, das hatte ich vergessen zu sagen. Der erste Wert ist immer der Auslegungsfall, also wenn ich das Bad benutze, dann müssen 40 Kubikmeter abgesaugt werden. Wenn ich es aber nicht benutze, dann, wenn ich in dieser Kategorie bedarfsabhängig bleibe, RBD, dann müssen dauerhaft 15 Kubikmeter pro Stunde gelüftet werden. Ja, das ist also für diesen Fall, für diese Kategorie die Randbedingung. Ja, bedarfsgeführt, also die Bedarfsführung, die feuchte Führung lässt einen Bereich des Luftvolumenstroms zwischen 40 und 15 Kubikmeter zu. So, und jetzt kann ich, also wenn ich hierhin zurückgehe, dann kann ich sagen, diese 15 Kubikmeter im Dauerbetrieb, die schaue ich mir jetzt an, ob sie ausreichen, um für die gesamte Wohnung die Lüftung zum Feuchteschutz sicherzustellen. Ja, das wäre also genau das, wo wir hier in der Mitte sind. Ja, so, und das sehen wir eben, das wäre der zweite Anstrich. Ne? Also die 15 Kubikmeter reichen aus, um das sicherzustellen. So, jetzt könnte es natürlich sein, für die gesamte Wohnung und in diesem Grundriss ist es tatsächlich so, brauche ich nicht 15 Kubikmeter, sondern ich brauche knapp über 20, ich glaube 22 oder 23 kommt für diesen Grundriss raus, Kubikmeter pro Stunde, dann reicht das natürlich nicht, es fehlen ja noch 8. Ne? Also wenn im Dauerbetrieb werden 15 abgesaugt über die Badentlüftung, aber ich brauche für die gesamte Wohnung 23, damit es nicht schimmelt. So, und das würde dann also der dritte Fall abbilden. Ne? Ich würde also die ALD und ÜLD, also die Außenluftdurchlässe und die Überströmluftdurchlässe, alle noch eine Nummer größer machen, damit die fehlenden 8 Kubikmeter in meinem Gedankenbeispiel, damit die auch als Querlüftung praktisch an dieser Entlüftung vorbei noch durch die Wohnung strömen und damit den Feuchteschutz sicherstellen. Ja? Also das sind die beiden Fälle oder das ist das, was in der Praxis ganz häufig zu finden ist in solchen Wohnungen mit innenliegenden Bädern, wo ich dann also sage, ich realisiere eine Lösung nach 1817, die praktisch nebenbei die 1946 als minimales Level mit erfüllt. Da sehen wir, sind wir schon ein bisschen an dem Knackpunkt, ne? Wenn wir sagen, okay, eigentlich eine 1817-Anlage, dann sind zwei Besonderheiten zu beachten. Also wir schließen nicht alle Räume, alle Ablufträume an die Abluft an. Ne? In der Küche würden Sie jetzt keinen Ventilator finden bei dieser Lösung, sondern dort wäre eine Nachströmung. Sehen wir dann gleich in den Beispielen noch. Punkt 1 und Punkt 2, wir stellen nicht sicher, dass in der gesamten Wohnung Nennlüftung gewährleistet ist. Es ist ja kein Lüftungssystem nach 1946, sondern es ist eins nach 1817. Das heißt, also ich habe nur die 15 oder die 23 Kubikmeter pro Stunde, die sich aus dem Bad ergeben. Und das ist natürlich viel weniger, als ich für Nennlüftung brauchen würde. Also es ist keine ventilatorgestützte Lüftung nach 1946-6. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen schizophren, weil natürlich ist ja ein Ventilator drin, aber es ist eben einer, der für das Bad gedacht ist. So, und das hat letztendlich auch zur Konsequenz, es ist eine normkonforme Lösung. Das ist erstmal ganz klar zu sagen. Natürlich ist es eine nach 1817, danach haben sie ja ausgelegt. Aber sie erfüllt auch die 1946, allerdings nur Lüftung zum Feuchteschutz. Das heißt, der Nutzer muss wissen, dass er für eine gute Luftqualität immer noch viel Fenster öffnen muss, Fenster lüften muss. Und es ist nicht anrechenbar im Sinne des GEG. Ne? Also Sie kriegen da keinen Bonus für eine Abluftanlage,
Wenn Sie nach 1946 ausgelegt ist, bekommen Sie einen kleinen Bonus, also einen verringerten Luftwechsel angerechnet. Das wäre hier nicht zulässig. Ja, da müssten Sie, also da, wenn Sie das mal nachschlagen wollen, da gibt es die sogenannten DBT-Erläuterungsstaffeln zur NF bzw. zum GEC. Das finden Sie auf der DBT-Seite, Deutsches Institut für Bautechnik. Und dort wird das also erklärt, wie das funktionieren soll. Gut, die Werte, mit denen wir jetzt also rechnen, die Mindestwerte für den Außenluftvolumenstrom, da haben wir diese grundsätzliche Formel. Sie sehen, das ist empirisch, auf Basis von verschiedenen Untersuchungen abgeleitet. Und wir können also mit dieser einen Formel die unterschiedlichen Lüftungsstufen, ich hatte ja gesagt, es gibt vier, und für die unterschiedlichen Lüftungsstufen können wir jetzt mit der einen Formel das jeweils rechnen. Sie sehen, unser Referenzfall ist quasi die Nennlüftung, dort steht als Faktor die 1. In der Tabelle. Also das sind die 100%, wenn Sie so wollen, die wir sicherstellen wollen. Und alle anderen Stufen stellen jetzt auf die Nennlüftung ab. Reduzierte Lüftung heißt eben 30% weniger, also 0,7 und so weiter. Beim Feuchteschutz müssen wir noch beachten, dass es verschiedene weitere Randbedingungen gibt, die eine Rolle spielen, also der Wärmeschutz. Wärmeschutz hoch steht bei nach 1946 immer für mindestens Wärmeschutzverordnung 95 oder besser. Alles, was nach 95 errichtet ist, beziehungsweise entsprechend energetisch saniert ist, wäre also Wärmeschutz hoch. Und wärmeschutzgering ist alles dann, was schlechter ist. Das hat damit zu tun, dass Feuchteschutz oder Schimmelpilz natürlich etwas mit den Oberflächentemperaturen zu tun hat, an den kritischen Stellen, also zum Beispiel in unserer Fensterleibung. Und wenn ich also einen schlechten Wärmeschutz habe, ist da die Oberflächentemperatur niedriger. Ich habe eine höhere relative Luftfeuchte und damit wächst Schimmelpilz schneller. Also deswegen sind die Werte bei wärmeschutzgering etwas höher. Luftwechselwerte, die wir brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Belegung. Also wenn ich viele Leute in einer Wohnung habe, dann ist natürlich auch das Risiko für Schimmelpilz höher, weil es einfach mehr feuchte Lasten gibt. Und das spiegelt sich eben jetzt hier in diesen beiden Zeilen, ersten beiden Zeilen wieder. Gut, bei sehr großen Wohnungen gibt es dann nochmal einen Sonderfall. Da wird das dann einfach nicht mehr mit dieser Gleichung gemacht, sondern linear. Also für die Nennlüftung wird dann einfach 4 Kubikmeter pro 10 Quadratmeter zugeschlagen. Dann ist das also eine gerade Gleichung, um eben zu berücksichtigen, dass auch in großen Wohnungen immer noch ein leicht ansteigender Luftvolumenstrom mit zunehmender Größe erforderlich ist. Ganz unten steht noch die alte Formel nach der alten Norm, will ich jetzt aber auch aus Zeitgründen nicht näher drauf eingehen. So, und jetzt das Ganze nochmal hoffentlich verdeutlicht und visualisiert, nämlich die Frage, was leistet denn nun die 1946-6? Und im Prinzip kann man ganz einfach sagen, wir müssen in allen Wohnungen Nennlüftung sicherstellen. Ja, das ist das, was benötigt wird, damit die Wohnungen schadensfrei bleiben und damit sie hygienisch, lufthygienisch einwandfrei sind. Ja, das ist ein Luftwechsel, der liegt in der Größenordnung 0,4, 0,5, 0,6 in Abhängigkeit von der Größe der Wohnung, vielleicht auch mal 0,7 in sehr kleinen Wohnungen. Ja, also dieser ganz normale Luftwechsel, wo eben auch Pettenkofer 1000 ppm CO2 erfüllt ist. So, und was wir aber eben nicht sagen, ist, dass das zu 100% in allen Fällen technisch passieren muss. Ja, aber wenn wir sagen, die ventilatorgestützte Lüftung ist zwingend nach Nennlüftung auszulegen, dann haben wir genau den Fall. Das ist zu 100% technisch. Also die Anlage, wenn die einwandfrei funktioniert, einwandfrei geplant und eingebaut ist, dann leistet sie im normalen, in der normalen Nutzung einer Wohnung genau so viel, dass sie praktisch wirklich ohne Fenster öffnen auskommen. Ja, dass sie also das Fenster nicht mehr öffnen müssen im normalen täglichen Ablauf. Wenn Sie natürlich eine große Geburtstagsfeier in Ihrem Wohnzimmer veranstalten, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann dann nach einer gewissen Zeit doch gut, das Fenster mal zu öffnen, weil natürlich, da sind viel mehr Leute drin, als wir das planmäßig natürlich bei der Auslegung der Anlage berücksichtigen. Also deswegen, auch wenn Sie eine Wohnungslüftungsanlage zu Abluft mit einem Pipapo einbauen, gibt es die Einzelzustände, wo Sie natürlich nochmal ein Fenster öffnen müssen. Aber das ist dort eher die Ausnahme. Wenn Sie es auf der anderen Seite, wenn Sie eben so ein System, wie wir es gerade gesehen haben, Sie bauen ein System nach 18.017, was
eben nur die Lüftung zum Feuchteschutz sicherstellt. Also, ne, Sie haben es gerade die Zahlen gesehen, 20-40% von dem, was wir eigentlich brauchen. Ne? Da reden wir jetzt eben nicht von 0,5, 0,6-fachen Luftwechsel, sondern wir reden von 0,1 bis 0,2-fachen Luftwechsel. Das ist wenig. Ne? Das reicht aber, damit es nicht schimmelt, solange Sie da nicht über die Stränge schlagen, was die Nutzung der Wohnung betrifft. Ne? Also sehr viele Zimmerpflanzen, sehr viele Hunde, sehr viele Waschmaschinen, die Sie jeden Tag im Wohnzimmer trocknen, funktioniert dann natürlich auch nicht. Ne? Also Waschmaschinen generell sind da bei der Lüftung zum Feuchteschutz, also das Wäschetrocknen in der Wohnung, die Waschmaschine dürfen Sie natürlich da in der Wohnung haben, aber das Wäschetrocknen in der Wohnung ist da nicht inkludiert. Also wenn das der Fall ist, müssten Sie natürlich eben auch auf die reduzierte Lüftung prüfen, ob das dann immer noch ausreicht durch die Infiltration. Ja? Wir haben also irgendwo einen Bereich 20-40%, der ist technisch abgesichert durch das System, was eben die Lüftung zum feuchten Schutz erreicht. Das heißt, im Umkehrschluss 60-80% müssen Sie eben durch Fensterlüften leisten. Ne? Und das ist auch genau der Grund, warum das DIBT sagt, na, dafür kriegst du aber jetzt keinen Bonus. Wenn du zwei Drittel, wie alle anderen, auch mit Fenster machen musst, dann ist der Resteinfluss des technischen Systems so klein, dafür kriegst du jetzt keinen Bonus von uns energetisch. Ne? Also insofern ist das durchaus auch nachvollziehbar. Gut, das war also diese Ebene der Flächenanforderungen, ne, Lüftungsstufen und Luftvolumenströme im Gebäude, beziehungsweise in der Nutzungseinheit. Es gibt eben noch die zweite Anforderungsebene und das ist die mit den Räumen, ne, was sich im Wesentlichen, zumindest bei ventilatorgestützter Lüftung und bei fast allen anderen Lüftungsformen, natürlich auf die Ablufträume bezieht. Also wir müssen sicherstellen, dass in einer Küche, in einem Bad, in einer Dusche eben 40 Kubikmeter abgesaugt werden, um eben dieser speziellen Situation dort Feuchte und Wärme auch abführen zu können. Gut. Und das Ganze wird dann also zusammengefasst zu einer Gleichung. Die sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus als früher, aber das ist, ich könnte jetzt provokativ sagen, das ist nicht unsere Schuld. Ich erkläre es gleich. Also eigentlich stand da vorher nur das Maximum aus den Raumanforderungen. Ne? Also was weiß ich, ne? Ich habe Küche und Bad und Gäste-WC 40-40, das WC mit 20. Dann würde da also stehen, 100 Kubikmeter pro Stunde brauchst du, um diese drei Räume zu entlüften, ne? Um die Abluft abzuführen. Und dann gibt es eben noch einen Wert aus der Fläche. Das ist der jetzt hier rauskommt, ne? Aus dieser Tabelle. Dann gibt es da einen Wert. Für eine 80 Quadratmeter Wohnung ist der etwas kleiner als für eine 100 Quadratmeter Wohnung. Und die beiden Werte vergleiche ich miteinander. Das findet man hier, wenn man, ich habe es jetzt meine Maus sehen, jetzt wahrscheinlich, ne? Das ist einmal dieser Flächenwert und das ist einmal dieser Raumwert. Ne? Und das Maximum aus den beiden wäre dann eben die Auslegungskenngröße. Jetzt gibt es hier aber eben noch einen zweiten Term, ne? Also das Minimum steht jetzt hier noch. Und das haben wir deshalb eingeführt, vielleicht nicht mathematisch besonders elegant, aber was Besseres ist uns jetzt in erster Instanz nicht eingefallen, weil wir festgestellt haben, dass in der Praxis es einen Trend gibt, die Wohnungen mit immer mehr Feuchträumen auszustatten. Also die Küche, das Bad, im Einfamilienhaus gibt es dann natürlich noch ein Bad im Obergeschoss, dann gibt es noch ein Gäste-WC und dann gibt es vielleicht noch eine Gartendusche, weiß der Kuckuck, so, oder noch eine Sauna. So, und wir haben also in vergleichsweise kleinen Wohnungen oder kleinen Gebäuden sehr viele Feuchträume. Und das führt dazu, dass also die Auslegung sich immer nach dieser Vielzahl der Feuchträume gerichtet hat. Na, wenn man diesen zweiten Term jetzt nicht mit drin hat. Und das führt dazu, dass wir also sehr große Anlagen bekommen haben, ne? Weil ja jedes Bad immer wieder mit 40 Kubikmeter zusätzlich ins Kontor schlägt. Und um das zu deckeln, weil natürlich können Sie drei Bäder in Ihre Wohnung einbauen, das können wir Ihnen nicht verbieten, will ich Ihnen auch nicht verbieten, ob es sinnvoll ist, darüber kann man trefflich streiten, aber das ist ein anderes Thema. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie alle Bäder gleichzeitig sehr intensiv nutzen. Natürlich können Sie, wenn Sie, was weiß ich, von einer Wanderung oder beim Joggen kommen, auch mal zwei Duschen gleichzeitig benutzen, das ist alles denkbar. Aber das ist dann auch A, sehr unwahrscheinlich und B, eben natürlich sehr kurz als Effekt. Und dafür immer für alle Bäder 40 Kubikmeter pro Stunde vorzuhalten,
ist einfach nicht sinnvoll. Und deswegen ist das hier quasi ein Gleichzeitigkeitseffekt. Sie sehen, wir deckeln diesen Wert der Räume und sagen, unterm Strich darf es nicht 20% über dem Flächenwert sein. Was anderes steckt hier nicht dahinter, 1,2 mal Flächenwert. Und das macht sich vor allen Dingen in sehr kleinen Wohnungen, Studentenapartment, Einraumwohnung mit Kochnische und inliegend Bad. Da haben Sie 2x40 Kubikmeter, müssten Sie mit 80 Kubikmeter pro Stunde lüften. Obwohl da definitiv nur eine Person drin wohnt, die wir als hygienischen Gründen eigentlich mit 30 Kubikmeter pro Stunde nach Pettenkofer lüften würden. Also die 80 sind dort einfach überdimensioniert und genau hier greift dieser Deckel. Ja, das ist also der wichtige Punkt. Also Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit bei vielen Feuchträumen. Das ist tatsächlich auch neu in der Neufassung. Und jetzt haben wir noch einen dritten Aspekt. Also wir haben natürlich jetzt in der Berechnung ja schon drin die Größe der Wohnung, diesen Flächenanforderungen. Wir haben die Anzahl der Ablufträume, vielleicht mit der Gleichzeitigkeit drin. Und am Ende müssen wir die Luftvolumenströme natürlich auch noch auf die Zulufträume verteilen. Und dafür haben wir, das hat sich auch überhaupt nicht geändert, dafür haben wir solche Aufteilungsfaktoren. Also wir sagen im Prinzip, jetzt muss ich vorsichtig sein, im Prinzip nicht. Du musst einen Raum zwingen mit einem Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder Kinderzimmer zwingen mit 40 Kubikmeter pro Stunde lüften, sondern wir sagen, du verteilst einfach den Volumenstrom, den du jetzt schon berechnet hast, sinnvoll auf die Räume. Und sinnvoll kann man es eben mit diesen Faktoren machen, die sie aber natürlich auch relativ flexibel handhaben können. Sie sehen das mit den Klammerwerten dahinter, also die einzelnen Räume hoch und runter setzen, je nachdem, wie sich das im Grundriss oder vielleicht auch im Gespräch mit dem Bauherrn, wie sich die Nutzung da vielleicht ein bisschen herauskristallisiert. Wichtig ist allerdings die Fußnote, ja, und die ist auch nicht unbedingt unsere Idee, sondern wir mussten den europäischen Randbedingungen Tribut zollen, wo also drinsteht DIN EN 16798-1. Vielleicht der ein oder andere, der auch im Nichtwohnbereich aktiv ist, kennt das. Das ist also auch die Basis für die Auslegung von Lüftungssystemen oder Klimasystemen im Nichtwohnbereich. Und dort steht praktisch drin, du musst vor allen Dingen auch in Schlafräumen mindestens 4 Liter pro Sekunde und Person sicherstellen. Und wenn man die 4 Liter übersetzt in Kubikmeter pro Stunde mal 3,6, dann sind das 14,4. Wir haben es jetzt natürlich gerundet und haben gesagt, also mindestens 15 Kubikmeter pro Stunde und Person in den Schlafräumen. Ja, also in einem Elternschlafzimmer müssen Sie 30 Kubikmeter pro Stunde realisieren und in einem Kinderzimmer für ein Kind 15 Kubikmeter pro Stunde. Und das ist so eine Nebenanforderung, die sich auch ein bisschen versteckt in der Norm, die aber häufig die Auslegung doch maßgeblich mit beeinflusst. Werden wir in den Beispielen jetzt sehen. Gut, also Beispiele. Damit bin ich hier schon beim vierten Punkt, aber die Zeit, wie vermutet, ist ja auch rasend schnell vergangen. Aber ich denke, wir kommen gut mit unserer Stunde zurecht. Also den Grundriss kennen Sie ja schon. Also die Wohnung im Mehrfamilienhaus, das Bad außen liegend, das war unser erster Grundriss. Und ich will jetzt hier eine Wohnungszentrale, es könnte aber auch eine Gebäudezentrale Lüftungsanlage sein, aber Wohnungszentrale hat natürlich auch gerade im Sanierungsfall ein paar Vorteile, weil ich auf die zentrale Verteilung verzichten kann. Wie auch immer, das bleibt natürlich Ihnen überlassen, was da für ein bestimmtes Gebäude am besten passt. Und jetzt versuche ich das also mal auszulegen. Ein bisschen die Formeln hatte ich Ihnen gezeigt, damit man das jetzt auch verstehen kann. Also als erstes gucke ich, es ist ja eine Zuabluftanlage, ich muss also nach Nennlüftung auslegen. Dann ist dieser Faktor eben 1, 100% hatte ich gesagt, dann kommt die Gleichung, die Wohnung soll eine Fläche haben von 63,8 Quadratmeter. Wenn ich das jetzt einsetze, kommt also 76 Kubikmeter pro Stunde raus, die ich aus der Fläche heraus für diese Wohnung als Luftvolumenstrom für die Nennlüftung brauche. Ablufträume habe ich 2, Küche und Bad, jeweils 40 Kubikmeter, haben wir auch gesehen, 80. So, und jetzt setze ich eben in diese etwas sperrige Gleichung mit dem Minimum und Maximum ein. Aber man ahnt schon, die Werte sind so dicht beieinander, dass also natürlich das Minimum jetzt, also sprich die Gleichzeitigkeit, keine Rolle spielt. Das ist also noch eine ganz normale Nutzung. Eine Wohnung hat natürlich eine Küche und ein Bad, auch wenn sie nur 63 Quadratmeter groß ist. So, da greift die Gleichzeitigkeit eben nicht. Sie sehen das, ich habe mal alle Zahlen unten hingeschrieben. 1,2 mal den Flächenwert wäre 91. Da ist eben der Wert aus den Ablufträumen die 80 kleiner. Andererseits ist die 80 größer als die 76. Hier kommt also genau die 80 Kubikmeter pro Stunde raus, die ich ohnehin für Bad und Küche brauche. Ja, ein bisschen mehr, als ich aus der Flächenanforderung mit den 76 Kubikmeter pro Stunde ergebe.
Damit weiß ich schon, das ist jetzt der große Vorteil auch der Norm, ich muss gar keine Infiltrationsberechnung an dieser Stelle mehr machen, weil für die Auslegung berücksichtige ich die Infiltration nur noch bei den ALD. Das war früher anders, da haben wir bei jeder Komponente ein bisschen Infiltration abgezogen. Das machen wir jetzt nicht mehr, dadurch ist das wirklich viel einfacher geworden und insofern wissen Sie jetzt schon, an dieser Stelle wissen Sie schon, ich brauche ein Lüftungsgerät, das kann das 80 Kubikmeter pro Stunde lüften kann, das dafür ausgelegt werden kann. So, wie gesagt, Infiltration ohne ALD 0, also ich muss jetzt hier nicht mehr irgendwas abziehen, Fenster öffnen, na, Auslegungsfall gehen wir von nutzerunabhängig aus, also geschlossenen Fenstern, also auch 0. Das heißt, genau die 80, wie schon gesagt, sind jetzt die richtige Kenngröße für das Gerät. Und jetzt muss ich natürlich noch verteilen auf die einzelnen Räume. Na, jetzt, das wäre die Auslegung fürs Gerät, für die gesamte Wohnung. Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, welcher Raum kriegt wie viel. Da gucke ich erstmal nach den Ablufträumen. Das ist natürlich an der Stelle auch ganz einfach, weil die Ablufträume haben ja die Gesamtgröße des Volumenstroms definiert. Ne? Also wenn da eben 80 gefordert sind, dann kriegt natürlich jeder Abluftraum 40. Das heißt, ich baue einen Abluftdurchlass ein oder ein Abluftventil ein, wo die 40 Kubikmeter abgesaugt werden und ich brauche den Überströmluftdurchlass, der natürlich auch für 40 ausgelegt wird. Auf der Zuluftseite mache ich das mit den Faktoren. Na, wenn ich hier noch einmal zurückscrolle, mal gucken, ob ich mir das noch leisten kann. Ich hoffe, damit ich sie mitnehmen kann. Na, das waren die Faktoren, also Wohnzimmer planmäßig 3 und jetzt haben wir hier noch ein Schlaf- und Kinderzimmer planmäßig 2. So, wenn wir jetzt gucken, was ich hier gemacht habe, dann sehen Sie, das ist nicht das, was da steht. Ne? Wohnzimmer zwar 3, Schlafzimmer aber auch 3. Ne? Das ist zulässig. Noch einmal gescrollt. Euch auch wieder zu scrollen. Ne? Also 2 plus 1, also 3 ist zulässig nach dieser Tabelle fürs Schlafzimmer. Ich mache also nichts Illegales. Ne? Ich bewege mich auf dem Boden der Norm. Aber ich habe eben nicht den Standard der 2 verwendet. Und wenn Sie unten die Zahlen sehen, wissen Sie, dass das eben dieser Nebenanforderung, die aus Europa kommt, geschuldet ist, dass ich eben mindestens 15 Kubikmeter pro Stunde und Person lüften muss. Und wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass das ja auch für eine dreiköpfige Familie vielleicht ein passender Grundriss ist, also natürlich 2 Eltern im Schlafzimmer schlafen, dann würde ich also mit den 2 nicht hinkommen. Ne? Demzufolge habe ich jetzt hier diesen Anteil des Schlafzimmers schon erhöht und Sie sehen jetzt die Werte, das hieße Wohnzimmer und Schlafzimmer mit 30 Kubikmeter pro Stunde, Schlafzimmer 2 Personen, 2 mal 15 sind 30, passt und Kinderzimmer ein Kind lüfte ich mit 20 Kubikmeter pro Stunde. Da sind die 15 auch sichergestellt, passt auch. Ne? Also hätte ich jetzt eine Aufteilung auf die Zulufträume 20, 30, 30 und natürlich entsprechend für die Überströmung. Es gibt hier noch eine Besonderheit, ne? Weil das hier quasi ein bisschen ein gefangener Raum ist. Ne? Das Schlafzimmer ist ja nicht direkt an den Flur angebunden. Demzufolge müssen wir natürlich aufpassen, dass das ÜLD hier an dieser Stelle, ne, wenn die Luft von beiden Räumen letztendlich in den Flur strömt, entsprechend doppelt so groß dimensioniert sein muss. Also 2 mal 30 Kubikmeter. Gut, jetzt habe ich das ein bisschen vereinfacht. Ne? Also A, weil ich wusste, dass ja unsere Zeit ziemlich knapp ist und B, weil jetzt die Logik natürlich immer die gleiche bleibt. Ne? Hier beim ersten Fall hatte ich das versucht, detailliert auch nochmal herzuleiten. Vielleicht hier noch ein Hinweis. Es wird, ich habe jetzt vergessen, im Vorfeld zu gucken, es wird zeitnah, ich glaube, geplant war eigentlich bis zum Sommer, mal gucken, ob das beim Beuth Verlag schon angekündigt ist, ein Beiblatt 1 zur 1946-6 geben, was Beispielrechnungen enthält, unter anderem auch für diesen Grundriss. Ja, und dort können Sie das nochmal ganz detailliert in aller Ruhe nachlesen für unterschiedlichste Konstellationen. Ja, ich habe jetzt hier nicht alle mitgebracht. Also wenn Sie das näher interessiert, dann schauen Sie doch bitte nochmal in dieses Beiblatt oder schauen Sie aber zumal auf die Beuth-Seite. Es ist von Seiten des Ausschusses lange verabschiedet und fertig, sind jetzt nur die formellen Dinge, dass es eben noch auf Papier gebracht werden muss im Dienstsinne und dann veröffentlicht werden muss. Also dort können Sie gerne viele dieser Beispielrechnungen auch nochmal nachschauen. Und vielleicht noch ein zweiter Hinweis, die Softwarehäuser, ne, ich hatte es ja vorhin erwähnt, will jetzt gar nicht Werbung für den einen oder anderen machen, also je nachdem, was Sie ohnehin in Ihrer Planungspraxis nutzen oder vielleicht eben auch für Energieausweise nutzen, dann werden Sie bei demjenigen Softwareanbieter mit höchster Wahrscheinlichkeit oder vielleicht auch mit 100%iger Sicherheit auch ein Tool für Auslegung nach 1946-6 finden.
Und ich kann Ihnen versichern, dass wir da mit den Herstellern der Software auch eng zusammengearbeitet haben. Teilweise haben die bei dem Beispiel Beiblatt mitgearbeitet, ja, haben das also auch immer schon begleitet, während wir das erstellt haben. Und alle anderen, die das nicht gemacht haben, sind nachher informiert worden, kennen Fallbeispiele von uns, sodass ich davon ausgehen würde, dass wir da auch jetzt schon eine gute Qualität haben und dass die Software also hoffentlich immer das Gleiche ausrechnet und hoffentlich auch immer normenkonform ausrechnet. Also zumindest haben wir eine Menge dafür getan, dass das so ist. Gut. Was finden wir noch als häufige Lösung? Dezentrale Geräte, also Geräte, die raumweise funktionieren. Ne? Da kennen Sie natürlich das konventionelle Prinzip, also kontinuierlich arbeitende Geräte. Und was sich am Markt ja in den letzten Jahren sehr stark verbreitet und etabliert hat, sind die alternierend arbeitenden Geräte, also ein Gerätepaar, was wechselweise im Zuluft- und Abluftbetrieb arbeitet. Beides geht. Ne? Ich habe das hier mal so ein bisschen hingeschrieben, wie man das machen könnte. Und vielleicht eben auch als Hinweis, das ist ein System, wenn Sie so vollflächig mit Lüftungsgeräten ausstatten, wo Sie dann immer auch die Wärmerückgewinnung, ne, das können diese Geräte ja auch, wo Sie die Wärmerückgewinnung auch für die gesamte Wohnung anrechnen können, weil ja alle Räume mit zu Abluftgeräten ausgestattet sind. Gut. Eine dritte Variante, ne, das ist die, die wir an der Schnittstelle ja schon diskutiert haben, ist die mit der Entlüftungsanlage. Ne? Sie sehen, das Bad ist jetzt wieder als innenliegendes Bad eingezeichnet. Ne? Wir haben also dieses innenliegende Bad, wo also natürlich eine Entlüftung, eine Abluft nach 1817 zu realisieren ist. Und dann eben über die Nachströmung nachgewiesen wird, dass auch für die gesamte Wohnung die 1946 erfüllt ist, in diesem Falle also als Querlüftung zum Feuchteschutz oder als Lüftung zum Feuchteschutz, muss ich korrekt sagen, ja, so wie es rechts auch schon steht. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Kunstgriff gemacht, der in der Praxis eben auch sehr üblich ist. Sie erinnern sich, bei meiner Fallunterscheidung mit diesen vier Fällen hatte ich ja in der Mitte, also in genau diesem Bereich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Ventilator im Dauerbetrieb groß genug, der Volumenstrom über den Ventilator im Innenliegenbad groß genug, damit Sie für die gesamte Wohnung die Lüftung zum Feuchteschutz sicherstellen. Oder anderenfalls müssten Sie dann den Rest durch Querlüftung nachweisen. Ja, wer das schon mal vielleicht an einem Beispiel exerziert hat, der weiß, dass dieser Rest häufig wehtut, ne? Weil dann müssen Sie mit anderen Druckdifferenzen arbeiten. Sie brauchen für Querlüftung immer zwei ALD, weil ja durch ein ALD die Luft reinströmt und durch das andere ALD die Luft rausströmt. Wenn Sie es nur über Nachströmung machen, strömt die Luft über die ALD immer nur nach innen, ne? Immer nur in Richtung Entlüftung. So, und das macht also den Aufwand für die ALD und die Überströmluftdurchlässe in aller Regel deutlich größer. Deswegen versucht man möglichst in diesem Fall zu bleiben. Im Dauerbetrieb schaffe ich die Lüftung zum Feuchteschutz. Und das habe ich hier jetzt auch gemacht. Ne? Sie erinnern sich, ich hatte bei der Tabelle 1817 gesagt, das sind Mindestwerte. Ich kann also höhere Werte nehmen. Und wenn Sie da zu den einschlägigen Herstellern schauen mit diesen Techniken, dann werden Sie feststellen, die haben sich da natürlich schon drauf eingestellt. Also natürlich kriegen Sie dort einen Ventilator bedarfsgeführt mit 4015, aber Sie kriegen denselben Ventilator eben auch mit 6030. Und genau das habe ich hier gemacht, ja, weil ich eben wusste, dass die 15 nicht ausreichend. Ne? Ich habe den einfach eine Nummer größer eingebaut und komme dann eben doch wieder hin mit dem Nachströmen. Ja? Und ich erfülle die 1817-3, das ist ja meine Auslegungsbasis, aber ich erfülle genauso auch die 1946, allerdings eben nur mit der Minimalanforderung Lüftung zum Feuchteschutz. Die Küche, sehen Sie nochmal, hat keinen Abluftventilator, ne? Da wird Luft nachgeströmt und es ist nicht ausgelegt für Lennlüftung. Haben wir gerade gesehen, Lennlüftung sind 80 Kubikmeter. Jetzt strömen wir ja hier bestenfalls 60 nach und im Dauerbetrieb sogar nur 30. Ne? Das sind die beiden Gründe, warum es jetzt eben auch keinen energetischen Bonus nach GEG gibt und geben kann. So, und jetzt haben wir hier noch eine andere Variante, die auch sehr häufig in der Praxis ist, na, nämlich die Frage, alternierende Lüftungsgeräte häufig zu kombinieren mit so einer Badentlüftung. Na, dann baut man das in aller Regel ein bisschen anders. Meine letzte inhaltliche Folie, 958, ich glaube, wir kriegen ziemlich genau eine Punktlandung hin, aber geben Sie mir bitte die Chance, da noch ein bisschen zu erklären, dass man das versteht. Hier wird man etwas anderes versuchen. Hier wird man versuchen, das Badentlüfter so minimal wie möglich zu betreiben.
das Minimum, was die 1817 zulässt. Also natürlich muss der 40 Kubikmeter pro Stunde absaugen, wenn Sie dieses inliegende Bad benutzen. Ja, da gibt es keine andere Chance, irgendwie zu lüften. Also egal, ob Sie die Toilette da oder die Dusche benutzen, die 40 Kubikmeter sind zwingend notwendig, um Gerüche und Feuchte abzuführen. Aber wenn Sie das Bad nicht benutzen, dann ist es an dieser Stelle, in dieser Kombination sinnvoll, diesen Badentüfter klassisch abzuschalten. Ne? So wie wir das von früher her kennen, Lichtschalterkopplung mit Nachlauf, irgendwann schaltet er einfach ab, weil das Bad ja offensichtlich nicht mehr benutzt wird. Warum ist das sinnvoll? Weil dieser Badentlüfter natürlich die alternierenden Lüftungsgeräte massiv stört, weil er saugt ja 40 Kubikmeter an. Das heißt, über die alternierenden Geräte strömen jetzt die 40 nach. Ne? Zum einen, weil er ohnehin der stärkere ist. Ne? Das ist ein Radialventilator. Die alternierenden Geräte sind Axialventilatoren. Also der Radialventilator gewinnt immer. Der überdrückt die Axialventilatoren. Also wenn der 40 haben will, kriegt er die auch. Ne? Und da können sich die Axialventilatoren nicht dagegen wehren, um das jetzt mal etwas plakativ vielleicht darzustellen, nicht besonders technisch. So, und das wird natürlich auch, das wissen die Hersteller natürlich auch, die unterstützen das eher dahingehend, dass sie sagen, wenn der Badentlüfter läuft, schalte ich einfach alle meine alternierenden Geräte auf Zuluftbetrieb, damit sie eben auch den Entlüfter unterstützen. Da brauche ich keine zusätzlichen ALD, sondern ich sage einfach, okay, die Ablüftgeräte laufen jetzt alle im Zuluftbetrieb, um diesen Badfall erstmal gut abzudecken. So, den will man aber begrenzen, weil wenn die Geräte natürlich nur zeitlich begrenzen, weil wenn die Geräte nur im Zuluftbetrieb laufen, dann können Sie natürlich keine Wärmerückgewinn. Ne? Wärmerückgewinn können Sie nur, wenn Sie alternierend laufen, also abwechselnd im Zuluft- und Abluftgerät, um diese Speichermasse zu erwärmen oder entwärmen. Ja? Also hier würde man eine andere Regelstrategie fahren. Das wissen natürlich alle Hersteller und werden Sie entsprechend bei einer Planung unterstützen. Und hier ist es wichtig, die Frage ist natürlich noch, was macht man mit der Küche? Na, Küche, da kann ich nicht einfach ein alternierendes Gerät einbauen und wechselseitig beispielsweise mit dem Kinderzimmer betreiben, weil das dazu führen würde, dass die Küchenabluft, was auch immer Sie da gerade brutzeln, was vielleicht auch mal schief geht, weil das natürlich dann in der Wohnung verteilt wird. Ne? Also bei der Küche müsste ich immer eine separate Lösung haben und da sehen Sie eben hier beispielsweise wirklich nur ein ALD zur Nachströmung oder eben dann ein Gerätepaar zu Abluft. Ne? Wenn das unabhängig vom Rest funktioniert, geht das auch. Und hier ist jetzt eben die Besonderheit für das Bad und für die Küche, wenn da ein ALD drin ist, dürfen Sie eben keinen Energiesparbonus anrechnen, sondern dann nur für den Rest der Wohnung und deswegen flächenanteilig. Gut, und damit bin ich beim Fazit. Aus meinem Verständnis können wir sagen, die 1946-6, vor allen Dingen bei innenliegenden Bädern, dann natürlich in Verbindung mit 1817, soll für Sie eine gute Grundlage, eine sichere Grundlage schaffen, um Systeme, ja, natürlich die Entscheidung zu treffen, Lüftungskonzept ja, nein, muss ich was tun, sie dann auszuwählen, auszulegen sowie zu betreiben. Nochmal zur Erinnerung, da gibt es ein breites Spektrum, einfache freie Lüftung, klassische ventilatorgestützte Lüftung bis hin zu Kombinationen daraus. Ne? Das, was jetzt hier heute ein bisschen unser Schwerpunkt war. Das Lüftungskonzept ist etwas, was so ein bisschen eine politische Dimension hat, ne? Weil es eben auch in Förderprogrammen, ne? Sie wissen, dass in der KfW-Förderung findet sich das wieder, also BEG jetzt, ne? Also insofern hilft uns das auch für die Wahrnehmung und gleichzeitig soll es uns natürlich helfen, deutlich zu machen, was die Lüftung leisten kann, um Bauschadensfreiheit zu gewährleisten. Ja? Mögliche Knackpunkte, Umgang mit kombinierten Systemen, ich habe es versucht in aller Kürze und so klar wie möglich zu machen, aber Sie ahnen schon, wenn Sie sich jetzt einen anderen Grundriss zu Gemüte führen, da sind die Randbedingungen wieder ein bisschen anders. Ne? Also das ist tatsächlich ein recht kompliziertes Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen die Angst, wenn Sie denn welche hatten, nehmen. Die Schnittstelle zur 1817 generell, ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht noch zu guter Letzt die rechtliche Einordnung, wenn Sie jetzt nach der Stunde erschlagen sind und sagen, ach, das kriege ich doch nie hin mit der 1946-6. Ich würde sie Ihnen trotzdem natürlich gerne ans Herz legen wollen. Es ist soll Ihnen ja genau das Arbeiten erleichtern. Wenn Sie jetzt gar nicht warm werden damit, dann können Sie auch immer sagen, ich schließe die 1946 aus meinen Bauverträgen aus. Na, dann müssen Sie natürlich bauphysikalisch im Detail nachweisen mit bestimmten Lüftungsverhalten. Ne? Wie häufig muss dann jemand lüften, um dann sicherzustellen, dass trotzdem eine Schadensfreiheit möglich ist. Na, das kann man im Einzelfall sicherlich machen. Aber für die breite Anwendung kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, hier auf diese beiden Normen zurückzugreifen. Vielen Dank.
Gut. Wenn ich den Chat richtig gesehen habe, gab es bisher keine Fragen, aber ich weiß nicht, ob wir noch, da muss ich unsere Gastgeber fragen, ob wir noch die Chance haben, ich teile mal meinen Bildschirm nicht mehr, ob wir noch die Chance haben, jetzt auch Fragen zuzulassen, ob es überhaupt Fragen gibt, das ist die Frage. Ja, also ich sehe jetzt auch noch keine Fragen im Chat, aber wir können gerne noch kurz abwarten, vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Frage zustande. Gut, vielen Dank an Herrn Acker. Schön, wenn ich Informationen weitergeben könnte. Also dann haben wir zumindest schon mal ein Feedback. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten müssen wir, glaube ich, auch niemanden genau künstlich aufhalten. Alle haben gut zu tun in unserer Branche im Moment. Da kommt nochmal ein Dankeschön auch an Sie. Vielen Dank zurück. Und aus meiner Sicht, dann können wir das auch. Ah, jetzt. Jetzt kommt noch jetzt, was rein. Genau, jetzt kommen noch zwei Fragen rein. Wunderbar dafür. Den Vortrag als Unterlage, das müsste bitte Herr Di Tullio beantworten. Aus meiner Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen. Ne? Also die Aufzeichnung ohnehin. Ist grundsätzlich möglich. Da kommen wir nochmal auf Sie zu. Genau, das war das eine. Und jetzt haben wir noch die inhaltliche Frage. Jetzt muss ich mal gucken, ich sehe sie noch nicht komplett. Herr Schmidt. Genau. Also wir haben da, muss ich ganz kurz ausholen, ich versuche es kurz und knapp zu machen. Also ich hatte es ja gesagt, die Schnittstelle war in den alten Fassungen völlig undefiniert und wir haben uns jetzt also darauf geeinigt, dass es gibt da so eine, ich glaube Kleinanlagen, heißt das in der VDI 6022, eine Kleinanlagenregelung, wo man also ein bisschen vereinfachte Anforderungen hat und dass diese Kleinanlagenregelung unter bestimmten Randbedingungen für Wohnungslüftungsanlagen gilt. Heißt, wenn Sie mit einer Wohnungslüftungsanlage nur eine Wohnung versorgen, ja, also sprich eine zentrale Lüftungsanlage für mehrere Wohnungen, dann ist sofort, dann müssen Sie die 6022 zur Hand nehmen und müssen die Anforderungen angucken mit Hygieneinspektion und Filterklassen und so weiter. Ja. Aber wenn Sie eben sagen, wir bleiben auf der Wohnungsebene, ja, wir haben wohnungszentrale oder raumweise Geräte, das wäre die erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, es gibt keine Befeuchtung, Kühlung, irgendwas in dieser Richtung. Ne? Auch dort ist ja klar, dann haben wir sofort wieder ganz andere hygienische Randbedingungen. Ne? Wir haben Taupunktunterschreitung und so weiter. Wir haben Feuchte im System. Dann gilt immer sofort, dann reicht es nicht, die 6022 zu erfüllen, sondern die 1946 zu erfüllen, sondern Sie sind sofort im Anwendungsbereich der 6022. Und wir haben noch einen dritten Punkt, genau, damit Sie die 6022 außer Acht lassen können, müssen Sie sogenannte H-Geräte nach 1946 verwenden, also Hygienegeräte. Das heißt vor allen Dingen konkret bestimmte definierte Anforderungen an die Filterklasse. Das wäre früher nach alter Filterklasse F7 gewesen, jetzt ist es ja mit der neuen Nomenklatur EPM 1 größer 50%, ne? Also für die Fraktion, also für die Filtergröße bis 1 Mikrometer, 0,3 bis 1 Mikrometer, müssen die Filter mindestens 50% abscheiden. Ja? Solche Filter müssen dann eingebaut sein. Und wenn das alles gewährleistet ist, also die entsprechenden Filter, die wohnungsweise Lüftung, keine Befeuchtung, keine Kühlung, dann können Sie einfach sagen, ich baue nach 1946 und ignoriere die 6022, ist jetzt falsch formuliert. Ne? Also Sie erfüllen sie automatisch mit, weil es eine Kleinanlage unter den gegebenen Randbedingungen ist. Und das Einzige, was dann noch zu beachten ist, Sie müssen natürlich den Betreiber einweisen, ne? Diese Einweisung, wo ist der Filter und wie kann er den austauschen? Das ist so ganz plakativ gesagt, müssen Sie natürlich leisten. Und im Verdachtsfall, also wenn es aus dieser Anlage, aus dem Gerät raustropft, rausschimmelt, was auch immer, dann, bitteschön, dann müssen Sie natürlich den hygienegeschulten Fachmann ranholen und der muss sich das angucken und Sie müssen gemeinsam mit ihm eine Lösung suchen. Ne? Aber das sollte natürlich in aller Regel nicht auftreten. So, und dann sind wir genau an der Stelle, wo die 6022 praktisch nicht erforderlich ist für das Gros der Systeme, die wir haben. Jetzt gucke ich nochmal. Oh ja, jetzt kommen doch noch ein paar Fragen. Ich muss es mir wieder komplett anzeigen. Herr Gamp, eine Überströmverrichtung, ich lese es mal vor, mit 30 Kubikmeter pro Stunde erreiche ich doch fast nur über einen Türschlitz. Nicht berücksichtigt wird dann immer doch, dass in Wohnungen oftmals Türen geöffnet sind. Wenn nun der Bauherr aber einen Türschlitz bedeutet, ist es nicht zwangsläufig, dass es zu Problemen führt.
Ja, also auf die offene Tür, ne, nutzerunabhängig, Herr Gamp, können wir uns nicht verlassen. Ich bin bei Ihnen, ne, da brauchen wir bloß in unsere eigenen vier Wände gucken, wie oft da welche Türen offen stehen. Ne, das ist so, aber wir können natürlich nicht sicher davon ausgehen, dass das immer so ist und dass es so bleibt. Ne. Wir müssen ja auch an Mieterwechsel und so weiter denken. Ne. Also das ist eine komplizierte Sache. Also mit anderen Worten, an dieser Überströmöffnung führt kein Weg vorbei. Wenn ich das mit dem Türschlitz hinbekomme, 30 Kubikmeter bin ich bei Ihnen, kriegt man über den Türschlitz in aller Regel gut hin. Ne? Zentimeter ungefähr haben wir sowieso als Funktionsfuge in der Größenordnung. Passt das? Wenn das nicht reicht, müssen Sie tatsächlich auch noch, ne, Zargendurchströmung oder separate Lüftungsöffnung vorsehen. Aber auf die offenen Türen können wir nicht vertrauen und wir müssen dort also für eine geeignete Überströmung sorgen. Ja? Und wenn der Bauherr das aus welchen Gründen auch immer nicht will, dann müssen wir ihm zumindest klar sagen, dass das nicht norm- und konform ist, damit sie sich dann selber absichern, wenn es im Nachhinein Probleme gibt. Guck nochmal, vielen Dank. Ich hoffe, es ist ausreichend beantwortet. Das ist immer bei so einem Format etwas schwierig, weil ja, Sie können natürlich gerne nochmal zurückfragen, aber wir können eben nicht richtig diskutieren. So, jetzt habe ich hier noch, Moment, von Frau Lindl. Bei vielen Ablufträumen im Wohnhaus wird der Volumenstrom reduziert, Bad auch mal unter 40. Genau, das ist eine gute Frage, Frau Lindl. Das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht thematisiert. Das ist in meinem Vortrag eigentlich immer Thema, aber ich habe es jetzt rausgeschmissen, weil das sonst in der Stunde nicht unterzubringen war. Insofern wundert es mich gar nicht, dass Sie die Frage jetzt stellen. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Das ist völlig richtig. Ne? Ich bleibe bei meinem Beispiel Studentenapartment. Das habe ich sonst eigentlich auch als Beispiel mit drin. Also nur, damit Sie es mal vorstellen können. Kleines Studentenapartment, keine Ahnung, 35 Quadratmeter, ein Zimmer, eine Kochnische, ein Bad. Na, wenn Sie jetzt also die Auslegung so machen, da kommt tatsächlich raus, da kommt über die Fläche und über dieses 1,2, da kommt, ich glaube, 56 Kubikmeter pro Stunde raus. So, und jetzt ist es natürlich genauso, das Bad ist innenliegend, ne, häufig in diesen Wohnkonzepten. So, und an diesen 40 Kubikmeter an dem innenliegenden Bad führt kein Weg vorbei. Also die müssen Sie bringen. Ja? Und jetzt gucken Sie, was bleibt jetzt für meine Kochnische übrig? Und da bleiben jetzt 16, glaube ich, in so einem typischen Fall übrig. Und jetzt steht aber durch die Gleichzeitigkeit habe ich natürlich den Effekt, dass ich jetzt nicht mehr überall die 40 sicherstelle. Ne? So, und deswegen steht noch eine Fußnote unter der Tabelle. Sie steht auch auf dem Skript. Ich habe es jetzt noch nicht gezeigt oder nicht darauf aufmerksam gemacht. Es darf in keinem Abluftraum weniger als 50% des Tabellenwertes sein. Also Sie dürfen in der Küche nie weniger als 20 haben, ne? Weil ja 40 der Tabellenwert ist, also 20. Das heißt, trotz der Gleichzeitigkeit müssten Sie jetzt den Wert in diesem Studentenapartment wieder ein bisschen anheben, weil 56 würde rauskommen mit dieser Formel. Ne? 40 brauchen Sie im innenliegenden Bad. Und in der Kochnische brauchen Sie mindestens 20. Sie müssten dort wieder auf 60 aufstocken. Ne? Wäre es kein innenliegendes Bad, hätten Sie tatsächlich die 56 einfach aufgeteilt, sind 28 pro Raum. Heißt also, ne, mindestens 20 ist sichergestellt. Sie haben zur Not noch ein Fenster im Bad, weil es eben nicht innenliegend ist. Und wir gehen davon aus, dass das ausreichend ist. Aber beim innenliegenden Bad, die 40, ne, das ist ja auch bauaufsichtlich eingeführt, die 18, 17, an denen kommen Sie definitiv nicht vorbei. Ja? Also Sie müssen dann eine Ungleichverteilung machen. Ne? Das innenliegende Bad kommt zuerst, damit Sie die 18, 17 erfüllen. Und dann schauen Sie, dass Sie in dem Rest mindestens die 50% erreichen. Ja, das ist also durchaus, das ist das, was ich meine mit der Komplexität des Themas. Ne? Aber das, wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn Sie mit Programmen arbeiten, ist das wirklich abgedeckt. Wenn Sie selber sich da auch ein Tool machen wollen, was man mit Excel wirklich auch gut machen kann, so kompliziert ist das nicht, dann würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie in das Beiblatt rein, wenn es denn veröffentlicht ist und versuchen Sie erstmal die Beispiele nachzuvollziehen. Und ich glaube, dann können Sie auch die Algorithmik aus der Norm auch umsetzen. Gut, jetzt gucke ich Sie nicht mehr an, weil ich auf meinen zweiten Bildschirm gucke, aber gucke mal, ich glaube jetzt haben wir keine neuen Fragen im Moment. Ja. Gut, Herr Di Tullio, dann liegt es an Ihnen, die Veranstaltung vielleicht zu beenden, wenn wir jetzt hoffentlich alle Fragen beantwortet haben. Okay, ich habe auch noch einen Blick in den Chat und ich sehe jetzt gerade auch keine neuen Fragen mehr. In dem Sinne
würde ich sagen, können wir uns langsam aufs Ende zubewegen. Auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an Sie, Herr Hartmann, dass Sie sich heute die Stunde Zeit genommen haben, uns diesen informativen Vortrag mitzugeben. Ich fand es auch schön, dass jetzt am Ende noch viele Fragen eingetroffen sind, weil ich denke, das sind einfach interessante Punkte für alle Beteiligten. Und ich hoffe auch, dass alle Teilnehmer natürlich jetzt einen tieferen Einblick in die Materie bekommen haben, eben durch dieses Webinar. Bevor ich Sie aber verabschiede, möchte ich noch kurz eine Information geben. Das war jetzt erst das dritte von insgesamt 6 Webinaren, die wir eben diese Woche durchführen. Also sind wir jetzt, sagen wir mal, Stand Halbzeit. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei den kommenden Webinaren wieder dabei sind. Ich gebe mal einen kleinen Ausblick auf morgen. Da wird es dann eben um die Auslegung und Installation von einem Lüftungssystem gehen. Um genauer zu sein, gibt es dann mal einen Einblick in unser Auslegungstool Airplan, also auch wie Sie selber dort Ihr Gerät auslegen können. Der morgige Vortrag wird wie heute wieder von 9 bis 10 Uhr stattfinden und wir freuen uns natürlich auf viele Teilnehmer. Wie Sie da jetzt teilnehmen können, das wissen die meisten wahrscheinlich schon, aber hier ist auch nochmal der Link eingeblendet. Wenn Sie eben auf wissenswoche-kwl.systemair.de auf unserer Website gehen, haben Sie nochmal einen Überblick über alle kommenden Seminare und können sich dann auch ganz individuell für die Seminare anmelden, an denen Sie Interesse haben. Für uns ist es natürlich schön, wenn Sie sich bei so vielen wie möglich anmelden werden. Dann will ich Sie jetzt aber auch gar nicht länger aufhalten und würde Ihnen noch einen schönen restlichen Vormittag wünschen. Vielen Dank für Ihre Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss auch von mir. Ciao.